10 Spieler, 20 Räder, ein Ball und ein Handicap, das hier keinen interessiert. Hier ist klar, hier ist normaler Sport, hier geht es darum zu gewinnen und da wird halt keine Rücksicht auf sowas genommen. Nadine Bahr, Edina Müller und Maja Lindholm sind die drei Frauen im Zweitligateam des HSV. In der Wandsbecker Sporthalle trainieren sie zweimal die Woche gemeinsam mit Männern, ohne Rücksicht auf Mensch und Material. Eigentlich passiert nichts. Also es gibt einen lauten Knall. Höchstens fällt man mal aus dem Rollschuh raus und liegt dann auf dem Boden und wartet, dass jemand einen wieder reinhebt. Aber so grundsätzlich passiert nichts. Ich glaube, man lernt so ein bisschen härter zu werden sozusagen und sich durchzusetzen und ja, nicht so eine Mimose zu sein. Die Regeln unterscheiden sich kaum vom normalen Basketball. Die Teams sind gleich groß, die Körbe hängen auf 3,05 Meter. Nur die Bewegungsregeln sind an die Fortbewegung im Rollstuhl angepasst. Wenn das Damentrio Freunden von ihrem Sport erzählt, haben die meisten zuerst eher eine Art Bewegungstherapie für Rollstuhlfahrer im Kopf. Die meisten Leute kommen dann erstmal klar, weil sie irgendwie nett sein wollen und denken, ja, okay, für dich komme ich mal gucken oder so. Wenn sie dann das erste Mal in der Halle sind, wie letztes vor 2 Wochen meine Kollegen, die sind super begeistert. Die wollen alle wiederkommen und finden es einfach nur toll, weil es halt einfach ein geiler Sport ist, der schnell dynamisch ist, so es richtig abgeht. Die drei HSVerinnen spielen in der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Im Sommer sind die Paralympics in London. Der Traum eines jeden Sportlers. Es wäre natürlich super, wenn ich dabei wäre und im olympischen Dorf wohne, wo auch alle anderen Sportler wohnen und man die alle kennenlernt und so in so einem riesen Basketballstadion, wo keine Ahnung, tausende Zuschauer sind, wo man mich im Fernsehen sieht. Ne? Im Juni wird das deutsche Paralympics-Team nominiert. Um dabei zu sein, werden die Hamburgerinnen sich nicht schonen. Nein, und ich nehme auch keine Rücksicht auf unsere Männer.